Okay, wir rennen immer noch hier durch die düsteren Kammern der Sünden. Oder wie ich es nenne, Teufelspuff. Waren wir denn hier? Nee, da waren wir noch nicht. Wo müssen wir? Hier geht's ja auch gar nicht weiter, ne? Warte mal, besteht das die Aszendentenprüfung in diesem Gebiet? Achso, hier, hi. Hi, was geht ab? Ich hab euch da was mitgebracht. Oh, hier ist noch ein primitiver Stab, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt können wir unsere Skelette wieder hochholen. So. Okay, kleines Mana-Fläschchen. Alle Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt benötigen. So. Oh, da haben wir noch eine Truhe. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier waren wir schon, ne? Warte mal, geht's hier noch weiter? Ne, da ist auch Sackgasse. Ja, ich weiß, wir sind voll mit den Sulfiten, aber ich klick's trotzdem an. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip muss ich das mitnehmen. Oh, irgendwas kommt da rauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dicke, fette Itzimizis. Ah, nicht mit mir. Oh, ein komplett blaues Zepter. Nehmen wir mal mit. Weiß nicht, ob das was bringt beim Händler. Werden wir wahrscheinlich gleich die ganzen Leute im Stream schreiben. So, ich glaube, hier sind wir fertig. Da haben wir alles. Boah, dieses Scrollen der Map dauert mir immer ein bisschen lange, weißt du? Da unten könnte man noch hin, aber man schreibt mir, wir sind fertig hier. Aber besteht... Warte mal, was ist das denn? Ist doch hier drin, oder? Die weiße Bestie durch das geweihte Land. Vorwärts schauen. Kümmert euch. Wo soll das sein? Ich check das nicht ganz. Okay, dann würde ich sagen, porten uns mal zurück, nehmen da einen Wegpunkt. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Wo unten Sahat? Das Labyrinth ist da unten. Hier auf der Map, meinst du, oder wo? Wir gehen mal gucken. Da hinten war ja noch was frei, beziehungsweise noch nicht entdeckt. Ziehen wir mal schnell durch. So, wir sind ja zum Glück schnell. So. Mal hier lang. So, hier waren wir noch nicht. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Und da geht's auch weiter in der nächsten Ebene, sehe ich gerade. Mal gut, dass wir den Wegpunkt noch nicht verschenkt haben. So, oh. Achso, nee. Nix für uns. Goldgefäß machen wir kaputt. Einmal hier weitergezogen. Nächste Kistchen ohne Identrolle. Oh, was ist denn hier wieder los? Meine Güte. So, ein Flammspurt. Was geht mit dir los? Sündenfürst. Sündenfürst, ist das quasi die Puffmutter? Man weiß es nicht, ne? Könnte sein. Trüchen. Oh, das nehmen wir mit. Skelette sind nur alle da. Oh, hier sind ganz, ganz viele Elite-Gegner. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hi. Ihr müsstet eigentlich auf meiner Seite sein, ihr verhurten Skelette. So. Und da geht's, glaube ich, weiter, ne? Oder kommen wir hierher? Wir kommen hierher, oder? Sünde. Ebene 1. Aber jetzt waren wir doch überall. Da geht's nicht weiter. Da oben. Ach doch, da geht's noch weiter. Okay. Oh, nochmal da lang. Okay. Nützt ja nichts. Oh, hier sind noch ein paar Viecher. Nehmen wir mit. So. Schön. Halt, wir müssen hier hoch. Go, 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 go. Wir haben übrigens auch eine Gilde, ne? Also wenn ihr noch eine Gilde benötigt, die total für Noobs ist, kommt einfach dazu. Ja, danke. Oh, da haben wir die Aszendentenprüfung. Dann sind wir... Ah, hier richtig, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Boah, meine Skelette! Bist du denn des Wahnsinns? Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir haben's. Okay. Ich erneuere mal ganz kurz meine Skelette wieder. Sehr gut. So, Schalter einmal drücken. Jetzt müssen wir da lang. Oh, jetzt verschlossen hier. Dein Ernst? Hä? Wir müssen doch irgendwie rauskommen.
Check ich nicht ganz. Aber okay. Schnell, 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 schnell. Puh. Okay. Ey, ey, hör auf mich zu rasieren hier. Ich bin frisch rasiert. So, das haben wir. Den Schalter einmal drücken. Hä? Check ich nicht. Was soll das denn? Da komme ich hier nicht raus. Das macht ja gar keinen Sinn. Wofür ist denn dieser behinderte Schalter? Schnell da dann. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. So, das haben wir. Dann gehen wir einmal hier wieder rein. Und ich glaube, das passt. Oh, nice. Eine Silbermünze und eine Färbungssphäre. Das können wir liegen lassen. Und Level Up! Nice. Machen wir direkt. Und ich guck mal ganz kurz auf der auf dem Bild, wo wir lang müssen. Hm, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Jetzt müssen wir hier runter. Ach ne, hier erst. Intelligenz. Okay, so. Achso, Korrektur. Ich denke immer, wir haben Punkte darüber, weißt du? Aber ist gar nichts. Nur Korrekturpunkte. There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom. The latter. Müssen wir hier durch? Nope. Ah, okay. Besteht. Haben wir gerade gemacht, oder nicht? Alter, verarsch mich nicht. Leck mir am Arsch. The path to just... Wir haben die doch bestanden. Würde ich sagen. Wir waren am Ende. Ach, ganz ehrlich. Nö. Wir gehen zurück. So, gucken, hat irgendeiner ein dickes Ausrufezeichen über dem Kopf? Nein! Aber hier, Prophezeiung ersuchen, ich hab da was. Wow! Ich check noch nicht ganz die Verwendung von der Dame hier. Also für mich ist die gerade ein bisschen useless. Die will nur meine Silbermünzen und das war's. What was one is now two. The strong find greater strength in numbers. Ja, ja, Quatsch, nicht so viel. So, das war's. Mehr haben wir nicht. Okay. So, jetzt sehen wir uns einmal einen Wegpunkt. Hm, da hoch müssen wir noch. Monsterstufe 15, ey. Ganz gefährlich. Ganz gefährliche Sache, liebe Leute. Okay, das ist irgendwo Richtung Norden war das, ne? Genau. Okay, sehen wir mal zu. Oh, ja, hier, bitte. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, dann würde ich euch nicht aufhalten. Oh, wir hätten noch unser Inventar leeren können. Egal. So, Ringlein nehmen wir mit. Hi. So, bitteschön, habt ihr meine Flammenschädel. Gönnt euch. Eine Jade-Axt. Interessant, interessant. Oh, da ist noch ein goldener. Moin, Falke. Wir haben noch ein Kupferschwert, das nehmen wir mit. Einfach nur, um zu verkaufen. So, und hier waren wir, glaube ich, noch nicht. An der zerstörten Brücke. Fertigkeitsgame erhalten, wie du Erfahrungspunkte, solange du sie ausgerüstet hast. Okay. Die Zwillinge. Ihr werdet mächtigen Monsterzwillingen begegnen. Ah, ich bin mal gespannt, ob die so mächtig sind hier. Welches Level haben die? 16. Ich zweifle. Ich zweifle. Ich denke nicht, dass da was Dickes kommen wird. Ich hoffe zumindest nicht, dass die, dass die Zwillinge kommen werden. Da ist nichts drin. So, hier, bitteschön. Fällt nur ein bisschen Müll raus. Hi. Aber eine coole Map, wie ich finde. Gefällt mir, rein optisch. Das nehmen wir mit. Gehen wir einmal hier rum. Zack. Ohne Identrolle. Was haben wir hier? Frostmauer. Ja, gut. Nutze ich viel zu wenig derzeit. Ich vergesse das immer, dass ich die ausgerüstet habe. Aber sollten wir auf jeden Fall nutzen, weil die macht echt guten Damage, muss ich sagen. Hier. Sind die wieder Affen unterwegs? Ist das dein Ernst? Da, guck sie an. Alles klar. Dann holen wir unsere Skelette wieder hervor. So, 7 Stück können wir rausholen. Das ist gut. Gehen wir mal hier lang. Und du bist die Überall-Faust. Alles klar. Ich würde sagen, jetzt liegst du überall. Du bist die überall verteilte Faust vielleicht. Wie er rumrollt. Wie geil ist er denn bitte? Umwandlungssphäre. Das ist Müll. Gehen wir einmal hier weiter.
Waren das schon Zwillinge? Nee, ne? Waren zwar Monster, sie waren auch zu zweit, aber ich glaube nicht, dass es die Zwillinge waren, die wir benötigen. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir hier? Ja, haben wir überhaupt kein Problem hier. Komm, können wir unsere Frostmauer ein bisschen mitbenutzen hier. Bitteschön. Ein schönes Plateau hier. Und da haben wir noch einen Wegpunkt. Den nehmen wir auf jeden Fall direkt mal mit. Und zack. Dann haben wir das auch. Jetzt gehen wir nochmal ein Stück zurück. Die restliche Seite der Map erkunden. Das immer aufmachen. Ganz, ganz wichtig. Das haben wir schon. Hey. Wer war das? Ich finde die Maske so geil, ne? Ohne Witz. Die Frau in der eisernen Maske. So. Wie sie sich hier durchrollen, ey. Ganz ehrlich. Schon ein bisschen funny. So. Dich nehmen wir noch mit. Aber das ist auch nichts Gescheites. Eine neue Identrolle. Können wir den Stack nämlich auch gleich wieder wegbringen. Ich weiß nicht, lohnt es sich, die Identrolle zu verkaufen, wenn man so viel hat? Oder lieber aufheben, weil man sie später braucht? Was meint ihr? ...154 Intelligenz mittlerweile übrigens. Für die Leute, die es interessiert. Mein, was rollt ihr denn hier so? Himmel, Arsch und Zwirn. Ah, hier ist Sackgasse, okay. Bist du ein... Ach, du bist unser Skelett. Okay. Er ist ein freundliches Skelett. So, hier in der Mitte waren wir noch nicht. Die checken wir nochmal schnell. Genau deswegen. Muss alles getötet werden. Aber hier ist nichts weiter. Hier sind noch ein paar Affen, die auf uns zugelaufen kommen. Aber das erledigen unsere Zombies. Da brauchen wir uns jetzt nicht weiter drauf aufhalten. So. Übrigens, Tiefenlevel derzeit, wo ich es letztes Mal gesehen habe, das war gestern, habe ich es offscreen ein bisschen gespielt. 1500 noch was. Ich weiß nicht, wie hoch es mittlerweile ist, aber ich glaube schon sehr, sehr hoch. Oh, er platzt, er platzt, er platzt! Aber gut. Murmelnde Essenz des Kummers. Verbessert einen normalen Gegenstand. Ach, wie geil. Nehmen wir auch mal mit. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob wir den gebrauchen können, aber haben ist besser als brauchen. So, hier ist auch ein Webende. So, warte mal, den Stein können wir anklicken. Das können wir anklicken. Kompositbogen können wir liegen lassen. Was? Wir haben... Ach, wie lustig. Die Prophezeiungen sind Quests oder was? Oder wie? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Zwillinge war eine Prophezeiung, die habe ich jetzt erfüllt, indem ich den Affen gekillt habe. Ist das so richtig? You're trouble. I like that. Now what I don't like, Oaken and Lyra and their thieving mongrels. They keep taking what's mine. I'm thinking you could do something about that. What's in it for you? The amulets around Oaken and Lyra's necks, the ones like mine here. There's power in them beyond reckoning. Take two heads and two amulets. Bring them to me. Was müssen wir? Wollen wir jetzt killen oder wollen wir... Achso, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eine entscheidende Frage und hier müssen wir uns entscheiden. Warte, da war nämlich auch was in den Guide. Genau. Create Oak und Alira. Ja, genau, wir müssen ihm helfen. Ja, wir müssen ihm helfen, weil dann kriegen wir nämlich Increase Attack and Cast Speed, Dodge und Movement Speed. Bei dem anderen kriegen wir Mana-Regeneration... Und All Res. Aber ich würde ehrlich gesagt Car Speed bevorzugen. Oder was würdet ihr machen? Hm. Also Car Speed ist natürlich. Komm, wir nehmen Car Speed. Scheißegal. No pain, no gain. I want to no pain, no gain. Alles klar. Tschüss, ne? Gut, gut, gut. Gut, dann haben wir das auch. Achso, euch hätte ich sonst killen müssen, ne? Ihr seid aber alles klar. Sie sind auf der Wacht.
cool aus, ey. Zweihand. Ja, noch ein Kupferschwert. Gut. We are running a huge skill effect sale. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht so ultra. Man kann dann quasi den Effekt ändern, der ganzen Zauber. Wenn man das braucht. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ich würde meine Kohle erstmal ins Inventar stecken. Das heißt, Currency Tab. Später eventuell noch ein paar Stash-Tabs dazu. Solche Sachen. Und Kohle für Cosmetics gebe ich eigentlich mal relativ zum Ende aus. Sind für mich jetzt nicht so reizend. So, wo war das? Da hinten, okay. Da können wir eigentlich weg, ne? Wir sind hier fertig, würde ich sagen. Wir gehen mal zur Stadt zurück, leeren unser Inventar und dann sehen wir weiter. Black! Okay. Ja, ich würde da gern was verkaufen, solange sie Interesse haben. Bitteschön. Thank you very much. Das nehmen wir mit. Der kommt da rein, der kommt da rein, der kommt da rein, der kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da hin. Okay. Und Flammspurt brauchen wir, glaube ich, nicht. Kann dann hier mit rein. So. Bisher hatte ich schon einmal, dass ich die Gems doppelt hatte. Dann konnte ich einen halt verkaufen, ne? Bloß mal so. Also ihr bekommt die nicht nur immer einmal, sondern tatsächlich auch öfter. Aber man kann sie wahrscheinlich nur einmal ausrüsten, denke ich mal von aus, ne? So, okay, wo müssen wir jetzt lang? Hier runter, in diese Richtung. Oh, war hier. Good to see you alive and well, Cullen. Oh yeah, bitch. I've been thinking about you and what else we might be able to do for each other. I've learned to make do with what's at hand in Rayclast. Nowadays, if it shoots, then I know how to make it shoot faster, straighter, and harder. If you're open to a little trading, I can find you a thing or two that'll help you get the drop on even the nastiest of corrupted vermin out there. Klingt ganz interessant. So, Gegenstände kaufen? Meh, nur Müll. Der Müll kann's behalten. Nur Müll, weißt du? Zum Mono-Rich-Bild ist das. Also ja, Minion-Bild halt, weißt du? So, das Waldlager. Welches Level haben wir denn jetzt? Eigentlich 11. 15! Ich will mal wieder eine Herausforderung haben. Wir sind aber zu gut. Okay, wir gucken mal. So. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Bist du denn? Ein schauerlicher Affe? Ah ne, hier, Grubenquetscher. Alles klar, dann quetschen wir dich mal zurück in deine Grube, mein Freund. So, hier haben wir eine Portrolle, Partnerschrott. Hier haben wir noch eine Truhe. Geschützter Zauber. Oh, 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 doppelt linkt. Das ist gar nicht so schlecht. Bringt uns zwar nichts, aber hey. So, das muss ich einmal identen. Da muss ich mir einmal genau angucken. Treffer, Feuer, Chaoswiderstand. Okay, ist jetzt nicht so gut. Ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, das, was ich derzeit trage, ist wesentlich besser. Kommen die nächsten Affen. Was seid ihr für kleine, ekelhafte Viecher, ey? So, soll meine Skelette erledigen. So. Da geht's nicht weiter, aber hier, da geht's auch in die nächste Ebene. Jetzt ist die Frage, warte mal ganz kurz. Ja, komm, lass mir erst durchgucken. Vielleicht finden wir noch was anderes Interessantes hier. Oh, warte, warte, warte. Größeres Lebensfläschchen brauchen wir nicht. Nee. Komm, warte mal, halt, da ist ein Dreierling. Nehmen wir mit. So. Da würde es jetzt über eine Brücke gehen. Da gucken wir gleich. Doch, hier, warte mal. Hier, hier, hier. Wegpunkt. Wegpunkt. Den habe ich gesucht. Okay, nice. So, dann ist hier, glaube ich, nichts weiter. Dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite des Ufers noch. Da, wo das Gras immer grüner ist. Man kennt es ja. So, hi. Dann kommen wir in meine anderen Skelette. Bitteschön. Ein Dreispitz.
Oh, hi. Mal, wie seht ihr denn aus? Was hat man denn mit euch getan? Ah, ich will's gar nicht wissen. So. Drei Link. Ja, nice. Also immer schön aufheben, meine Hübschen, ne? Drei verschiedene Sockel, alle gelinkt. Traumhaftes Item. Werdet ihr bei jedem Händler los? Sie werden sie euch aus den Armen reißen. So, das haben wir auch. Einmal hier lang. Heute Abend übrigens, ach so, ja, ist egal. Auch wenn es gerade in der Live in der Folge ist, heute Abend gibt es dann übrigens noch ein Graveyard Keeper Stream. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich finde, Graveyard Keeper ist so eher für abends geeignet und PoE so für mittags oder das Morgensprogramm. Was war das gerade? Was hat da... Da oben liegt was? Oh, ein Säbel! Oh. Nein, ist falsch. Egal. Was haben wir denn hier? Erhöhte globale Treffergenauigkeit. Physischer Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, physischen Schaden als extra Kälteschaden, erlittener Schaden von Skeletten. Achso, okay. Ja, cool. Die Prinzessin. Ein schöner Name für ein Säbel, wie ich finde. Und womit schlägst du so zu? Mit der Prinzessin. Alles klar. Ich schwinge jetzt die Prinzessin. Weißt du Bescheid. So. Dann verkaufen wir erstmal den ganzen Müll. Die Unix heben wir erstmal auf. Ich habe gelernt, das heißt hier nicht Legendary, sondern Unique. Remember to live. Oh yeah, remember to live. And to life. So, das nehmen wir da rein. Guck mal, hier haben wir schon zwei Stück. Ich hatte schon mehr, ich habe schon Schild gehabt und sowas. Habe ich aber vercrappt. Jetzt im Nachhinein glaube ich hätte es behalten sollen, weil ich hätte es vielleicht tragen können. Oder sollen. Aber gut, das sind so Anfängerfehler, die macht man halt. Damit muss man leben. Damit muss man klarkommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.